Hallo und herzlich willkommen, liebe Metro Last Light Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt gibt's den nächsten Part des Let's Plays und wir werden in das wunderschöne Venedig reisen. Sobald ein Level geladen wurde, ja, los geht's. Das unterirdische Venedig. Eine Insel in den finsteren Gewässern der unterirdischen Flüsse. Über dieses Venedig kursieren wirklich üble Gerüchte. Ich habe gehört, es sei eine einzige große Räuberhöhle. Aber etwas weiß ich mit Bestimmtheit. Pavel hat Venedig erreicht und wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Corbuts Pläne aufdecken, damit ich den Orden warnen kann. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Anscheinend haben wir es geschafft. Hey, bist du eingeschlafen? Nein. Die Fische hier sind echt bezaubernd, stimmt's? Ja, sehr liebreizend. Schöne, schlechte Laune zu haben, als wenn vor uns schon jemand da durch ist und sie verärgert hat. Macht auf! Die Fischer sind vom Meer zurück! Ja, ich sehe euch. Schon gut. Und wer ist das? Den Typen habe ich im Tunnel aufgelesen. Du meinst doch nicht, dass ich ihn dort hätte zurücklassen sollen, oder? Was? Und mir das Leben leicht machen? Natürlich nicht. Erst diese Roten, jetzt das. Welche Roten? Und ich öffne und schließe immer wieder das Tor. Du könntest wenigstens mal ein Mädchen mitbringen. Und was würdest du damit machen, wenn ich es mitbrächte, Semenovic? Hein? Du bist doch viel zu alt dafür. Übrigens solltest du besser das Tor runterlassen. Sonst kommt womöglich tatsächlich eine Frau, nämlich die in Schwarz und mit der Sense. Keine Sorge, Semenovic. Mann, ist das geil gemacht. Guck mal, sogar mit Gegengewichten da und alles funktioniert richtig. Wie war der Fang? Nicht einer hat angebissen, es sei denn, du zählst auf die Shrimps mit. Und davon gab es mehr, als mir lieb ist. Ich wurde von ihm hier gerettet. Artyom heißt er. Freut mich, dich kennenzulernen, Artyom. Danke für deine Hilfe. Ja, gern geschehen. Also, was genau ist passiert? Die Shrimps überfielen uns, als wir die Gabelung erreichten. Ah, hätten mir fast mein Floß zerfetzt. Ich frage mich, was die für einen Anlass haben. Ach, das ist leicht. Die Roten sind da durch und wollten sich mit unseren verehrten Nachbarn treffen. Schien sie nicht zu interessieren, was sie aufgewühlt hatten. Ach so, deshalb. Sieh mal, Artyom, ich nehme an, es lässt sich nicht verheimlichen. Venedig ist voller Gangster und im Abschaum der ganzen Erde. Die gehen zu anderen Stationen, um zu plündern und zu morden. Aber hier ist alles friedlich. Fang du also keinen Scheiß an. Ich will hier keinen Ärger. Simon! Okay, Simon! Ich will mit dir reden. Sag mal, weißt du, wo unsere roten Gäste sind? Im Bordell natürlich. Wo sonst? Ist das da bei dir? Artyom heiße ich. Das ist Artyom, der Herr der Shrimps. Du solltest sehen, wie er schießt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so gut ist wie er. Ein Revolverheld, was? Ja. Würdest du mir helfen, ein paar Bösewichte zu erledigen? Kommt drauf an, wie die Bezahlung ist. Ich wusste es. Fällt dir nichts Neues ein? Aber es sind gerade fast alle am Lager versammelt. Wenn das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann weiß ich nicht wann. Unter uns beiden, wir könnten in der Lage sein, sie zu erledigen. Ich habe es dir bereits unzählige Male gesagt. Und ich sage es noch einmal. Nein, ich brauche diese Scheiße hier nicht. Hast du mich verstanden? Ja, ich hab dich verstanden. Gut, dann lasse ich euch beide jetzt mal alleine. Okay. Wie sieht's jetzt aus mit Leuten? Wie kann ausgerechnet killen, in einer Station finden. Voller Krimineller die Verantwortung haben? Was weiß ich, ich bin neu hier. Hey, Simon, du kennst dich doch mit Motoren aus, oder? Ja, was ist denn los? Weiß nicht. Gestern war noch alles in Ordnung. Jetzt hustet und spuckt er nur noch Rauch. Die Zündung vielleicht? Sehen wir mal nach. Er redet gar nicht mehr mit mir? Was ist mit dem Vergaser? Warum sollte der auf... Oh Mann, ich hab gedacht, der gibt uns jetzt so eine Aufgabe, wie irgendwelche Leute killen. Die Banditen, die Roten. Bist du von einem ehrlichen Arbeiter? Ist auch nicht gut.
Mann, das ist... ich liebe das ja so beim Metro Last Light. Also was hier überall so los ist, oder? Guck mal, hier malt so ein Kind irgendwie mit einem Stein am Boden und mit Kreide. Während die Oma hier freundlich Schrimpsuppe aus lecker Viechern zubereitet. Also das ganze Ding hier, überall ist was los und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich könnte so überall stehen bleiben und gucken, was die Leute machen und so. Warte einen Moment. Wir fangen uns einen Fisch und Tante Nadja wird ihn uns braten. Woher weißt du, dass du einen Fisch und keinen Krebs fängst? So wie Mama. Wie bitte? Krebs? Den fängt man nicht mit einem Haken. Aber Mama hat ihn sich gefangen und ist gestorben. Ja. Ich will keinen Krebs fangen. Mama hat sich Krebs gefangen, ist gestorben. Das ist ja ekelhaft. Guck mal, der spielt mit einem Bötchen, der andere schnitzt was und so. Hier geht die Türe zu. Ich bin gerade von der Bötchen-Maskeier zurück. Während wir da waren, gingen ich und die Jungs zu dieser Freakshow. Und? Die hatten dieses Viech da. Nannten es den Schrecken der Nacht. Kleine Schätze. Hab ich gesehen, das sprang von einem Tisch zum anderen. Was gibt's hier? Möchtest du etwas, junger Mann? Nö, du weiß nicht. Die Wahl. Ja. Es ist alles frisch. Ja, alles frisch aus Rostdosen, schon klar. Na los, lass mich durch. Lass mich durch. Hör zu, Mann. Ich brauche sofort guten Scheiß. Alles, was du hast. Mann, man kann überall rumlaufen und gucken und so. Das ist total cool. Junger Mann, hast du vielleicht ein paar Patronen übrig? Nein, ich muss gestehen, ich habe diesmal gar nichts über. Was ist das denn? Ist das hier Betteln oder was? Oder spielst du dann für uns? Hast prinzipiell was? Das respektiere ich. Jetzt sing mal was für uns auch. Der Sirius, der Held des Metro Last Light Let's Plays. So, haha. Okay, das war anscheinend eine Sackgasse hier. Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen umsehe. Ich weiß, jetzt hassen mich schon wieder alle, dass ich nicht hier durchlaufe. Guck mal, hier gibt's Fische zu kaufen. Das hier ist die Suppenküche. Sowas alles zu programmieren, oder? Ich find's so toll. Und dann, wenn man denkt, dass die das unter so schlechten Bedingungen irgendwie programmiert haben. Und geile Sache. Na, Kinder, was macht ihr denn hier? Bisschen Monster malen oder was? Fall ich da runter? Das sieht auch wieder aus wie so eine Sackgasse. Geht's denn überhaupt her? In diese Richtung. Ach, der Chef, oder? Und, hast du dich etwas umgesehen? Ja, so ein bisschen. Ich habe etwas für dich. Lass uns offen reden. Scheint so, dass du hier für immer festhängst. Überall abgesoffene Tunnels. Und wenn du zur Novokuznetskaya gehst, bist du vermutlich so gut wie tot. Dir sind wohl die Möglichkeiten ausgegangen. Also, hier mein Vorschlag. Du könntest einfach bei uns bleiben. Du bist jung, du kannst Dinge erledigen. Und wir haben in 0,0 einen Job für dich. Insbesondere seit die meisten Neuankömmlinge hier nur menschlicher Abfall von der Novokuznetskaya sind. Okay. Denk einfach mal drüber nach. Du arbeitest erstmal bei unseren Fischern, machst dich mit allem etwas vertraut. Und dann wird es dir vielleicht schon hier gefallen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht so genau. Ein nettes Mädchen für dich. Oh, ach so, ein nettes Mädchen. Nun, ich will dir keinen Druck machen. Ruh dich erstmal etwas aus und halt dich vom Ärger fern. Die Banditen scheinen heute besonders streitlustig zu sein. Naja, egal. Nettes Mädchen und kein Druck machen passt ja irgendwie zusammen und streitlustige Banditen, die haben es bei mir eh nicht leicht. Neuer Eintrag. Eintrag 2. Venedig. Mir wurde gesagt, dass das unterirdische Venedig eine Stadt voller Diebe und Mörder ist, aber ich habe dort normale Leute angetroffen. Sie haben ihr Leben so gut es geht angepasst, haben einen labilen Frieden erreicht und haben wirklich Angst, dass das draußen herrschende Chaos sie verschlingen könnte. Sie wollen einfach nur leben. Okay, die wollen nur leben. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wer spielt denn hier schon wieder Akkordeon? Guck
Guck mal, da eine Bootstour. Ich pack's nicht, eine romantische Bootstour. Mit einer Nutte, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall hat sie die Straps an. So, ein paar Grunze-Schweinchen. Na, Schweinchen, Schweinchen, Schwein. Schweinchen, Schweinchen, Schwein. Na, wo geht's hier weiter? Ja, was denn hier? Ne, ich bin's, Artyom. Artyom ist hier. Gehen wir mal. Ach, da ging die Bootsfahrt weiter. Mann, was eine geile Welt, ey. Was eine geile Welt. Und eine Kneipe gibt's hier auch noch. Raus hier! Aber wir sind schon eine halbe Stunde hier. Ihr begreift es einfach nicht, was? Wisst ihr, wer ich bin? Sollen wir rausgehen? Ah, die Wichser. Ich habe raus. Nur Wichser hier. Wie ungewöhnlich. Ein neues Gesicht. Hau. Machst du eine Weile hin? Ja. Geschäftlich vielleicht? Ja, vielleicht auch was trinken. Sagst es lieber nicht? Ist in Ordnung. Verängstigt die Mädchen nicht. So, schönes, sauberes Glas. Und was hast du da Gutes für mich? Ah, Venedigs bester Schluck. Dank dir. Sag mal, wofür brauchst du all diese Patronen? Gutes Zeug. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh. Ich glaube, ich bin besoffen. Sauft das lieber nicht, wenn ihr das noch spielen wollt. Gute Panzerung, sagst du? Verdammt, sag deinen Leuten, sie sollen... Was hält dich hier? Ich glaube, ich nehme nur einen. Leute. Mann. Ey, da unten ist die Bootstour. Mann, das ist aber auch ein Zeug gewesen, was die da reingehauen haben, oder? Oh, Sexshop da oben. Und da müssen wir sogar hin, juhu! Ab geht's in den Puff. Aber ich guck mal vorne rechts und links. Jetzt seid ihr wahrscheinlich... Der Sirius, immer ist er noch nicht im Puff und so. Wir wollen nur das mit dem Puff sehen. Komm, seid ehrlich, ihr Penner. Na komm. Für euch, nur weil ihr so wollt. Sirius im Sexshop. Bist du der Einlasser oder was? Oder kann man einfach so hier rein? Hey! Ich sehe direkt 5000 Klicks mehr. Bisschen so ein Leichengesicht, oder? Ah, ich sehe schon, das bringt wieder Klicks. Noch ein bisschen mehr und ich heirate dich, Engelchen. So, das könnte ich, da könnte ich eine eigene Folge draus machen, oder? Sex in Metro Last Light. 1 Million Klicks. Hey, Süße, ich hab hier eine Stange, an der du für mich tanzen kannst. Inklusive dummer Sprüche, yeah. So, das könnt ihr euch jetzt in der Schleife angucken oder was. Aber ich glaube wirklich, wenn man das so als einzelne Folge machen würde, würde das wahnsinnig viele Klicks bekommen, oder? Weil die Leute alle schräg drauf sind. So, ich guck mal hier. Hat auch schon hier eine gefunden. Ah, Pavel, mein Freund. Ja, das ist klasse. Bist du sicher? Guck mal, er fummelt ihren Titten um. So, der ist da drin, oder? In Ordnung, wir hatten etwas Spaß und jetzt ist es Zeit für die Arbeit. Also, als erstes müssen wir Kisli bezahlen und du musst zu Genosse Korbut eilen. Sag ihm, dass der Virusbehälter erfolgreich zu Oktyabrskaya geliefert wurde. Hey, hübscher Junge. Lass uns gehen. Wir haben etwas... Oh Mann, halt die Schnauze! Schnauze! So unglücklich. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Im Grunde haben wir deren... Leise! Du kannst es kaum erwarten, mich zu berühren, was, Dorogoi? Na, wenn du es so dringend brauchst. Was für eine Art Tanz möchtest du denn, Süßer? Sag schon, sei nicht so schüchtern. Ich habe viel Fantasie. So, Leute, für 5 Patronen könnt ihr euch jetzt hier vermutlich irgendwie einen blasen lassen oder einen Lapdance machen lassen, aber ich sag dir was, Schlampe. Ich bin hier, um Pavel den Arsch aufzureißen.
Ah, ich weiß schon, alle kleinen Kids schreien jetzt. Scheiße, wir wollten das sehen und so. Das war alles. Ach, guck mal da. Da tanzt eine. Falls du wiederkommen möchtest, ich bin immer hier. Ja, da mache ich mal eine Sonderfolge zu, die dann vermutlich von YouTube gestrikt wird. Wegen sexuellem Inhalt oder sowas. Baby, was willst du hier, verdammt nochmal? Pöbelst du mich denn so an, du Penner? Ah, guck mal, da hinten gehen die. Ja, muss ich mich beeilen oder kann man die so oder so nicht verlieren? Ah, hallo, Waffendealer. Das ist ja nicht schlecht. Okay. Okay, dann lass mal gucken. Die Jungs hier stellen wirklich gutes Zeug her. Kauf dir was. Ja, ich kauf ja schon. Ich brauche Patronen, Mensch. Das sind gute Patronen. Es gibt nie Probleme damit. Wir haben nur so wenige Ziele. Okay, danke dir. Tja, wenn du etwas brauchst, dann weißt du ja, wo du mich findest. Hm? Ja, ich hab doch schon. Danke. Bis dann, Kumpel. Falls du etwas brauchst, findest du mich immer hier. Hey, wie wäre es mit einem Versuch? Billiger als Pilze. Komm schon rein. Und hier sind die Haftgranaten. Die Regeln sind einfach. Du gehst in Stellung und legst die Viecher alle um. Wenn du das schaffst, bevor das Signal ertönt, kannst du deinen Gewinn abholen. Nein, ja, das können wir hinterher mal machen. Du bist derjenige, der hergekommen und da war so ein Minispiel, oder? Kann ich helfen? Ich habe meinen Teddy verloren. Ah, bei Teddys kann ich nicht helfen. Nur bei Leute töten. So ist Pavel in der Wichser. So riesig kann das ja hier nicht sein, oder? Kann man Waffen kaufen? Ich könnte, aber ich habe keine Waffe, oder? Was kriege ich denn dafür, wenn ich die verkaufe oder eintausche? Nein, ich will das Ding, was ich immer gespielt habe, diese MP. Ja, warum habe ich die bloß verloren? Leute, ich habe hier ein paar echt klasse Waffen, ganz frisch angetroffen. Ja, ich habe nicht genug Kohle. Bis dann, selber bis dann. Bin ich hier richtig? Ja. Ach, da ging sogar gerade noch die Tür zu, habt ihr gesehen? Gibt's hier nicht irgendwas mal zum Einsammeln oder so? Irgendwo? Sonst ist doch immer doch, da ist doch was drin. Ah, Wurfmesser und... Gut. Was habe ich denn hier ausgerüstet überhaupt? Wurfmesser rein. Oh, jetzt seid mal leise. Wie lang ist die Folge schon? Oh, die Folge ist schon viel zu lang. Ah, guck mal, hier kann man Licht ausmachen. So, meine Freunde, ich sag euch jetzt was. In der nächsten Folge geht's genau hier weiter, wie ich vermutlich diesen Typ da killen werde. Müssen wir mal gucken. Ich sag auf jeden Fall, keine Ahnung, ich hoffe mal, es gefällt euch in Venedig. Ich finde, das hatte jetzt eine ganz bezaubernde Atmosphäre. So richtig was für Romantiker mit den Nutten und mit Lapdance und mit Dreck und... Von der Gestaltung, ich bin immer noch, also atmosphärisch das dickste Spiel des Jahres im Moment, finde ich. Und also das in einem Spiel, das ja eigentlich ein Shooter sein soll, ich finde es toll. Wenn jetzt noch ansatzweise ein paar Rollenspielelemente drin wären, würde ich auf den Boden fallen und hinknien. Aber auch so, ganz tolles Spiel, ich hoffe euch gefällt das Let's Play. Danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und haut rein.